Retro Gaming. Kamala C64. It's Kamala time. C64. It's Kamala time. Enjoy my channel and have fun. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen C64 Video. Ich bin der Tomanik und ich zeige euch wieder ein Pinball-Game, nämlich Pinball Wizard. Und jetzt drücke ich hier mal ganz schnell eine Taste, weil der Sound reißt dir die Ohren vom Kopf. Sagittarian Software Limited 1984 Speed 1. Oh. So, nachdem wieder etwas Ruhe eingekehrt ist, so sieht der Tisch aus. Und ja, ich habe jetzt vor kurzem Popeye Pinball gezockt. Das war richtig scheiße. Und das hier sieht aber ganz interessant aus. Und das zockt man hier mit der Tastatur, nämlich mit Space. Schießt man den Ball ab. Dummdidu. Mit der Commodore-Taste wird der linke Hebel bedient und mit F7 der rechte. Und dann geht's wie bei Pinball-Games üblich, drum möglichst viele Punkte zu machen und den Ball möglichst lange im Spiel zu halten. Was mir ja wieder ausgezeichnet gelingt. Ja, weil es so schön war, gleich den nächsten Ball hinterher. Irgendwie kann ich kaum lesen, was da über der 50 in Braun steht. Bonus oder so. Topscore. Das kann ich noch lesen. Uah. Ja. Aber ich sag mal so, schon von der Grafik sieht das hier schöner aus als Popeye Pinball. Gefällt mir besser. Ich stehe auf diese uralten Commodore Games. Das war wieder für ein Gulli. Juhu. Ich glaube, wenn ich so weitermache, ist dieses Video sehr kurz. Ja, ich glaube, irgendwie Besonderheiten gibt es hier jetzt nicht direkt. Meine Pedals scheinen größer zu sein als gedacht, wenn man die Kollisionsabfrage sieht. Andererseits geht er aber doch sehr gerne links raus. He? Ziemlich linkslastig hier die Geschichte. Oder ich dachte, ich schieße ihn jetzt direkt ins Aus. Ja, die Soundgeräusche sind halt ziemlich spartanisch. Was will man erwarten von so einem alten Game? Ja, das ist doch mal ein Kunstschuss. Das kann auch nicht jeder, glaube ich. Und wie gesagt, ich zock gerne alles, was irgendwie mit Pinball zu tun hat. Oh. Habe ich noch einen? Nein. Aber wir können ja mal eine andere Geschwindigkeit nehmen. Spaßeshalber nehmen wir doch mal Geschwindigkeit 5. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Jetzt ist hier New Kids Turbo. Sollen wir mal gucken, was passiert. Jo, das ist schneller. Kann ich bestätigen. Ja, da steht tatsächlich Bonus. Okay, okay. Gib mir Punkte ohne Ende. Ui, 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 ui. Schön, sag ich mal. Pinball Wizard. Also welche Pinball-Tische auf dem C64 sehr gut zockbar sind, das ist ja unter anderem David's Midnight Magic. Das war einer der ersten Pinball-Games, die ich überhaupt hatte. Und ja, jetzt ist aber mal gut. Da hat man ja richtig Einflussmöglichkeiten hier. Und welcher auch erstaunlich gut ist, ist der 3D-Pinball von Mastertronic. Auch den kann man auf dem C64 ziemlich gut zocken und der hat so eine wirklich Pseudo-3D. Komm, nehmen wir mal eine mittlere Geschwindigkeit. Und dann ist er auch gut.
Der hat so eine Pseudo-3D-Grafik, die gefällt. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, und einer steht noch aus, nämlich eben ein Pinball-Game, welches von Commodore selber rausgebracht wurde. Und das werde ich auf jeden Fall auch mal noch zeigen. Und mal schauen, was noch so an Pinball-Games rumkreucht und fleucht. Immer her damit. Ah, wenn sonst noch jemand von euch einen Tipp hat, was ich da mal an Pinball-Games zocken sollte, schreibt's mir in die Kommentare. Ich probier's. Ich mag das. Schon früher in der Arcade-Halle immer gerne gezockt. Klar, das ist natürlich überhaupt kein Vergleich. Was so einigermaßen näher rankommt, das sind halt die Pinball-Arcade-Tische, die es für PS4, glaube ich, Xbox, ja, und auf jeden Fall auch auf dem PC gibt. Und jetzt gibt es da, glaube ich, demnächst auch ein DirectX-11-Patch, der es dann auch auf der PC-Version erlaubt, die Helligkeit der Beleuchtung der Tische einzustellen, wie es halt auf den Next-Gen-Konsolen schon gang und gäbe ist, und auch die Spielraumhelligkeit einzustellen und dem Ganzen nochmal mehr Atmosphäre zu geben. Und denke mal, das werde ich mir demnächst runterladen mal noch. Ich hab das ja auf meinem PC, das Pinball Arcade, die ersten 3 Staffeln, und die 4. werde ich mir demnächst wahrscheinlich auch holen. Ich will sie alle. Vor allem einen Teil davon habe ich wirklich damals dann auch real gezockt. Und schon geil, hier so Terminator-Pinball oder so, ne? Ja. Okay, das soll es hier mal gewesen sein. Pinball-Wizard auf dem C64, so sieht's aus. Und kann man durchaus zocken. Macht Laune für mal zwischendrin. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und die anderen, die neu zukommen, ihr dürft mich gerne abonnieren, tut nicht weh, empfehlt mich weiter, schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, zock mal wieder. Ich bin der Tomaniac und sag ciao, bis dann, bye bye.